Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich melde mich mal kurz zu einem kleinen Haul. Ich habe etwas bestellt und zwar auf Stoffiwelt und das wollte ich euch jetzt gleich in einem kurzen Video zeigen. Nur kurz am Anfang gesagt, es ist hauptsächlich für mich, aber eine Kleinigkeit auch für die Kleinen dabei. Viel Spaß beim Video! So, da seht ihr das kleine Paket, also es steht schon, es ist nicht sehr groß und wie gesagt, das ist nicht alles für die Kleinen. Das machen wir jetzt auf. Das Etikett habe ich schon weggeschnitten. Genau. Ich wollte jetzt weder meine noch die Adresse von der Firma verraten. Ich weiß nicht, ob ich das darf. Ich habe euch ja gesagt, es kommt von Stoffgold. Okay, das ist gleich mal die Rechnung. Die tun wir gleich weg. Und ihr seht schon, was ist das? Ich vermute, ihr wisst es. Genau. Ich fange jetzt mal mit dem an, was ihr für mich ist. Die Luginanche Lunette. Ich habe mir die Zyntia Modell 2, also die für normale bis starke Blutung. Ich wollte einfach mal testen, von der Größe her, ob das bei mir auch passt. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich finde es eine Mega-Erfindung. Ich weiß gar nicht, wie das aufgeht. Oh Gott. Ich glaube, das ist hier so versiegelt. Jedenfalls, ihr könnt es eigentlich ganz gut sehen. Das ist für die Monatshygienischen auf jeden Fall eine Alternative für einen Tampon. Ich finde es weniger schmerzhaft und absolut wiederverwendbar. Man spart auf jeden Fall damit sehr viel Geld. Man kann es bis zu 12 Stunden tragen, das heißt auch über Nacht. Und ich bin mit dem Ding quasi fast noch nie. Ich bin damit schon ausgelaufen, das gibt's mal, aber im Gegensatz zum Tampon nicht. Also quasi nicht. Ich habe mir auch nochmal die Größe 1 bestellt, einfach dass ich mehr habe. Ich wollte vor allem die, wenn die passt, nehme ich die und die, wo ich jetzt habe, weil die jetzt habe, ist Größe 1. Und dann hebe ich das auf, das wollte ich dann meiner kleinsten Schwester schenken, wenn sie mal ihre Regel bekommt. Hier sieht man auch, wie man es anwendet. Quasi Hände waschen, wichtig, hygienisch einfach. Dann faltet man sie und dann kann man sie sich so einführen, wie hier gezeigt. Und dann entnehmen, ausschütten, bisschen abwaschen wieder rein. Das kann man wunderbar machen und dann tut man sich die halt immer auswaschen. Genau. Dann habe ich mir wieder eine Stoffwindel, eine Simplex Blueberry. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber ich dachte, das ist eine All-in-One, also diese Eier. Aber ja, die sehen nur ein bisschen anders aus. Und ich liebe Eulen, blaue Eulen. Perfekt für Elias. Genau, ich finde die super. Wenn schon alles so ineinander ist, dann kann ja hier zack, das so rausmachen, zum besseren Waschen. Man kann es noch zusätzlich pimpen oder halt zusätzlich noch was reinmachen. Ja, ich kenne mich da nämlich nicht so aus. Ich liebe aber diese Windeln, für die liebe uns auf jeden Fall auch. Aber ich werde die auch später nehmen, weil eine Windel kostet 22,90 und das ist nur die kleine, 3 bis 7 Kilo, und danach die größeren kosten meistens die 30. Ja. Und ja, die werde ich später ganz sicher auch verwenden. Und dann habe ich dieses Buch hier noch gefunden, Statt Plastik, schöne Sachen zum selber machen, das Ideenbuch für Einfälle statt Abfälle. Ja, weil ich sowieso allgemein ein bisschen drauf achte, nicht zu viel Plastik zu kaufen oder Plastik, also in Plastik verpackte Dinge, interessieren mich solche Bücher und da sind immer so tolle Ideen drin. Die wollte ich mir einfach mal anschauen, auch eben Alternativen sind da immer ganz gute drin und
Viele Sachen verwenden wir auch schon. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt bezogen auf die Reborns. Ich habe euch das trotzdem gezeigt, weil eben das da drin ist. Und das gehört eben auch für mich dazu. Ich möchte später da damit wickeln. Und ich finde die einfach zu süß. Und dann kann ich mir die jedoch jetzt schon für meine Reborns kaufen. Die werden dadurch ja nicht beschädigt. Die sind in 2 Jahren noch genauso neu wie jetzt. Genau, und kosten wie gesagt 22,90. Finde von der Stoffi-Welt. Könnt ihr ja mal im Internet schauen. Da gibt es auf jeden Fall ganz viele Sachen. Ich habe da auch schon, wie gesagt, die anderen Stoffbindeln daher gekauft. Und auch für mich sogenannte Stoffbinden. Die verwende ich jetzt nicht, weil ich mit der mit Traditionskasse sehr gut klarkomme und keine Binden tragen mag. Mag ich einfach nicht das Gefühl. Genau, und da gibt es auch so Taschen, wo man das Zeug dann reinpacken kann, wenn man unterwegs ist. Und dann ist es einfach dicht verpackt. Die sehen dazu sehr schön aus. Und so Stofftaschen und lauter so Sachen. Ja. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann wünschen wir euch einen schönen Tag und schönen Abend, je nachdem, welche Uhrzeit es ist, wenn ihr das Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.